So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben wieder was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Ich habe nämlich in Meiningen im Rewe gesehen, es gibt Eistee von Oettinger. Oettinger, die Biermarke, ja, kennen da alle. Hier steht Marke Original, Oettinger und überhaupt, was ist das? Das ganze Ding heißt Ötti, O-E und dann T. Jeder trinkt hier Eistee raus. Oettinger sagt, das können wir auch. Und dann haben wir drei Sorten gefunden, die ich fürs Thumbnail irgendwie hier reinhalten möchte. Der Oettinger Eistee. So, sieht behindert genug aus. Wir haben hier einmal nämlich Eistee mit Pfirsichgeschmack. Wir werden wieder jede Sorte testen und dann alle drei zusammen immer auf die dicken Bierglas. Eigentlich bräuchte man das gar nicht so einschenken, weil man sieht es ja eh, es ist ja eine Glasflasche. Einmal Eistee, Pfirsichgeschmack von Oettinger. Das ist ein sehr guter Eistee, muss ich sagen. Nicht, weil es ein Oettinger ist. Ich finde ihn einfach richtig toll. Der ist nicht zu süß. Der ist, wow, oh mein Gott. Ich glaube, das ist der beste Eistee, den ich hier getrunken habe. Dieser ganze Influenza-Eistee kannst du meistens in die Tonne hauen. Schmeckt eh irgendwie immer gleich oder schmeckt nach dem billigen Krümeltee. Der schmeckt nicht wie billiger Krümeltee und nicht total künstlich und chemisch. Der hat eine richtig schön leichte Pfirsichnote. Ist dabei irgendwie sehr natürlich und vor allem einfach auch nicht zu süß. Also ich bin echt begeistert. Und dann das Ganze in einer Glasflasche so zu trinken und dann auch noch von Oettinger und dann auch noch Ödi. Was gibt's Besseres? Also ich bin komplett begeistert, würde ich mir auf jeden Fall nochmal kaufen. Ödi Eistee mit Pfirsichgeschmack. Wir haben aber noch Sorte Nummer 2, wir haben noch Ödi Eistee mit Zitronengeschmack. Er sieht bestimmt auch richtig genial aus. Testen wir den mal. Da können sie jetzt brenzlig werden, weil Zitrone ist halt immer so ein Fall für sich. Sieht aber auch sehr schön aus von der Farbe. Viele andere viel, viel dunkler, der hier sehr hell. Schmeckt ein bisschen nach Klostein, aber wie natürlicher Klostein. Nicht dieser künstliche Klostein, den ihr vielleicht kennt. Auch irgendwie sehr lieblich. Also ich bin fasziniert. Hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Ich laber keinen Scheiß. Ich finde echt, selbst der Zitrone schmeckt sehr lieblich, aber auch zitronig. Du merkst genau, was es sein soll und das begeistert mich. Nicht zu sauer, nichts anderes. Immer noch original. Oettinger Marke müssen wir nochmal reinhalten. Original Oettinger. Und dann habe ich gesehen, es gibt eine dritte Sorte. Die ist sogar neu. Mit Perwoll gewaschen. Original Oettinger. Und zwar Wassermelonengeschmack. Der kackt jetzt aber richtig rein. Ich bin Wassermelone. Keiner hat es bisher geschafft, mal einen angenehmen Wassermelonengeschmack hinzubekommen. Der hier ist auf jeden Fall sehr rötlich. Sieht eher aus wie Beere. Aber ist Wassermelone. Mal gucken, was der jetzt kann. Weil Wassermelone an sich hat ja eigentlich gar keinen Geschmack. Die meisten machen dann sogar Honigmelone als Geschmack und verkaufen das als Wassermelone. Was ich unglaublich schlimm finde. Dass man das rumfaken muss. Der riecht jetzt, wie viele andere, Influenza-Wassermelonen-Geschmäcker. Aber mal gucken, was er kann. Ist das Wassermelone? Ist das schon Honigmelone? Ist das ein Ding dazwischen? Ich finde, es schmeckt auf jeden Fall gut. Es reiht sich gut ein in die andere Reihe. Das heißt, ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die drei Oettinger Öttis mal zu testen. Ötti 1, Ötti 2, Ötti 3. Probier die mal. Schmeckt gut für mich. Ist das aber schon ein bisschen schon wieder so Honigmelone? Was aber vollkommen okay ist, ich liebe Honigmelone. Jetzt muss ich die Nummer einfüllen zu gleichen Teilen. Einmal links, einmal rechts, ne? Ungefähr so. Das ist halb. Das ist bestimmt 3/4. Dann den letzten noch rein zum Auffüllen. Machen wir mal hier bis zur Markierung. Ich kann mich ja an den anderen orientieren. Jetzt ist ungefähr gleich viel von den Flaschen weg. Wir sind jetzt hier angelangt, seht ihr das? Da ist ungefähr überall gleich viel raus. Da habe ich nämlich noch was zum Trinken den restlichen Tag. Hier haben wir jetzt Ötti, Wassermelone, Pfirsich, Zitrone.
probieren den mal so. Aber ich bin echt begeistert. Bei mir absolute Kaufempfehlung, wenn ihr den seht. Rewe Meiningen habe ich den gesehen. Guckt ihr mal Rewe, ob ihr das irgendwo findet. Die haben halt eine große Getränkeabteilung auch. Ist aber noch im Rewe mit drin gewesen. Viel Erfolg. Prost, euer Ramses. Boah. Absolut genial. Absolut genial. Dir klebt nicht die ganze Fresse zusammen, dir zieht sich nicht der ganze Magen zusammen, da ist nicht mal Kohlensäure drin. Trotzdem wirkt es irgendwie sehr erfrischend und lecker. Es war noch nicht mal im Kühlschrank. Wenn du den jetzt noch im Kühlschrank stellst und dann genüsslich trinkst, muss ich echt sagen, bin ich begeistert. Super genial. Ötti von Oettinger Eistee. Gönnt euch. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.